Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drownie und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Da, so, der Scheiß nervt mich wieder. Wir sind hier in, was ist das, Guinea? Irgendwas Neues? Ja, ich habe mal ein ganz anderes Funk. Aus der letzten Season, oder das ist aktuelle, nee, aus der letzten Season, das PvP-Set und PvP-Schwert. Auch wenn hier unten das immer noch buggy ist. Ich weiß nicht, warum Blizzard das so deutlich behoben hat. Gibt noch ein paar andere Waffen. Melde dich jedes Mal, aber das wird ignoriert. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich glaub, die Musik ist etwas zu laut. So, Musik war ein bisschen zu laut. Regulieren. Alles durchwerfen. Was haben wir hier? Gilneas, genau. Oh, hier alles anpassen. Hat sich hier was geändert? Nö, da ist erstmal alles gleich geblieben. Hier auch. Ich bin immer wieder noch am Überlegen. Ob ich... Ja, ich mach das jetzt einfach. Zack. Für mehr Damage. Vielleicht klappt's ja. Mehr weset nicht. Was haben wir denn als Gegner? Oh, 3 Deceit Priests. Okay, vom Equip her sind die jetzt nicht so dolle, außer der letzte vielleicht. Der Rest der Truppe geht eigentlich. Moment, kurz gehen. So, und wieder da am Start. Nee. Popelsteiner Hammer. Was haben wir denn? Wir haben 2 Heiler. 2 Druiden. Oh, vom Equip sind die eigentlich ganz ordentlich. Dadurch, dass haben wir einen Ausdauerbuff Hammer. Genau, nochmal alle durchbuffen. Vom Equip selber hat sich nichts geändert. Nö, ich habe weiterhin die volle Auslegung auf Vielseitigkeit. Das ist einfach, ja, B.Esser. Bin ja aber noch überlegen, ob ich das Gold investieren sollte und mir den Umhang holen soll, aber da ist dann doch mit Tempo Mastery ist eigentlich ganz ordentlich. Auf der anderen Seite, ich habe selber kaum Tempo, also wäre es vielleicht jetzt irgendwie nicht so schlimm, aber gut, was soll's. Das eine macht jetzt wahrscheinlich den Kohl auch nicht fit, die meisten gehen hierher, so wie sie es auch gehört. Mal noch ausmeckern ein bisschen. Nein, das kriegst du nicht. Mal gleich an dich ran. Boah, der drückt uns ja schon gleich Wallace ab. Da ist ein Priest, der kriegt mal einen Stun. Gleich die Wings ab. Nochmal einen Stun. Der soll, wenn es geht, zu nichts kommen. Ah, er hat... Was hat er ab? Wie heißt's? Paints up, genau. Der wird jetzt gleich 4. Genau, gehen wir mit der Insi raus. Konnten wir leider nicht verhindern. Prügeln wir mal weiter. Hat einen Inline bekommen. Jetzt kann er nicht mal casten. Da ist er wieder raus. Komm, die Prox hau ich jetzt raus. Wird wahrscheinlich eh sterben. Den Spruch kriegt da auch noch raus. Jetzt habe ich alles raus. Kann ich nicht inlinen. Heilige Macht aufbauen. Stunnen. Da ist schon. Nochmal ein Stun drüber. Jetzt schlägt das Ding ein. Bam. Da geht er down. Den können wir heilen. Natürlich. Ach, jetzt stimmt natürlich mein Interface wieder nicht. Was denn? Aktionsleisten. Da. So, hier können wir weg. Mine haben sie natürlich. Das war irgendwie klar. Ja, klar wie Kloßbrühe, dass die da wieder nicht aufgepasst haben. Wir sind da. Ich sehe jetzt aus 3 Stück. Ein Priest. Der kriegt erstmal einen Stun. Wird verlangsamt. Kriegt einen Freedom. Ach, scheiße, Inline nicht gekriegt. Gehen wir weiter auf Priest. Boah, hier. Heals raushauen. Ja, genau, so ein schöner Heal. Wieso? Wieso kriege ich nicht ins Target? Jetzt wieder. Mal kicken, wenn er macht. Da hat er den Kick bekommen. Er kriegt einen Heal. Jetzt machen wir mehr Damage. Ohne Wings sogar. 9%. Der kriegt einen Stun. Ich wechsle mal auf den hier, weil der nämlich jetzt gerade das Gesicht bekommen kann. Mist. Jetzt kriegen wir schön 4. Na gut, okay. So, noch klauen. Das ist eigentlich so praktisch, wenn man durch einen Divine Storm ein bisschen Heal. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich freue mich da auf Legion. Ist zwar nicht so viel, aber immerhin, dass der göttliche Sturm einfach die Mitspieler heilt, wenn man den Artefakt-Trade geskillt hat. Na super, jetzt haben sie das abgenommen. Haben sie es geschrieben? Nö, haben sie natürlich nicht. Wundert mich auch nicht, das ist typisch Horde, aber die Allianz hat gerade mal 9 Punkte. Das ist auch höchst interessant. Ein Shadow da müssen wir jetzt erstmal stunnen. Den müssen wir wegzimmern, der darf nicht an die Gegner kommen, genau. Wirbel da nochmal nach. Ach scheiße, es war zu früh.
man davon abhalten. Jetzt können wir unter Wasser kämpfen. Nein, das ist wieder so genial. Warum bin ich unter Wasser? Fiere ich so komplett schnell weg? Ich müsste doch auch verlangsamt sein. Tja, es hat wohl nicht geklappt, mein Freund. Mann, immer nachbuffen. Das ist das, was viele vergessen. Wir müssen wieder zurück zur Mine. Greifen sie LTA an, obwohl Minen immer noch nicht so sicher ist, oder? Schami. Ja, da ist es, glaube ich, gell? Cosmo. Hör hier. Immer so lustig. Oh, jetzt haben sie tatsächlich getappt. Und noch der Druide da. Kenne ich den nicht? Komm mir bekannt vor. Ja, Thrall. Ich habe, glaube ich, so jemand, der auch Thrall spielt. Ja, es heißt nicht Thrall, es ist Thrall. Kommt aus dem Englisch und so, ne? Okay, abhalten. Eine Bobma. Den stunnen wir. Babbeln wir mal. Heilen den mal. Opferung. Tja, jetzt werden wir wahrscheinlich hier sterben, aber wir halten sie davon ab, den Punkt so schnell wie möglich einzunehmen. Ah, Mist, hat nicht mehr gereicht. Kriegen wir den noch? Nee, ne? Nein, den tappen sie gleich. Ja, na klar. Ah, ne, sie haben... Der hat noch durchgetappt? Cool. Ha! Ne, er hat doch nicht durchgewollt, sondern die haben zurückgeholt. Ich wollte gerade sagen, das wäre lustig gewesen. Weil dann hätten sie nochmal eine Minute warten müssen und hätten keinen Punkt, keinen Stützpunkt, jetzt haben sie doch einen. Ah gut, der Vorsprung ist nicht viel, das sind nicht mal 200 Punkte. Beziehungsweise gleich 200 Punkte. Haben wir den Leuten eigentlich schon mal richtig ins Gesicht gedrückt. Ja, so ein bisschen. Ja, schön. Minen ist jetzt natürlich Ink. Wo sind die alle? Das ist was, was ich wieder nicht kapiere. Der stirbt jetzt gleich. Wahrscheinlich tappen sie. Weil schon längst einer dran ist. Ne, doch nicht. Ah, okay, jetzt sind mehrere da. Gut. Dann ist in Ordnung. Da hinten sehe ich jetzt irgendwie nichts. Der Priest kriegt erstmal einen Stun. Kriegt einen Richtspruch. Gibt nochmal einen Stun, also der andere mit. Jetzt gibt's die Wings. Der hat jetzt einen Inline, genau. Hier, ich gehe raus. Fast wie eine Arena hier. So, und jetzt wirst du aber sterben. Sollte eigentlich. Jetzt ja. Mage ist unser nächstes Ziel. Oh, immun, hat der eiskalt die Glyphe drin. Wall ist ab. Ein Priest. Killing spree. Double kill. Multistrike, beides Crit. Haben sie. Ne, das haben sie noch nicht. Ist da jemand? Ne, ich sehe da niemanden. Aber da kann jederzeit was kommen. Da vorne kämpfen sie. Mine ist nix. Ach, da ist jetzt was. Was ist denn das? Ein Warrior. Oder ein Rogue bei sich. Da müssen wir hin. Das sieht man hier schön an dem Buff hier. Was? Verschlagenheit des Ganoven. Das ist nämlich ein Rogue. Er kriegt Freedom. Er kriegt einen Stun. Er kriegt alles, was er braucht. Da gehen wir mal dran. Okay, da ist der Priest dran. Das bringt uns nichts. Dann töten wir den hier. So. Und dann ist ein Priest im Hintergrund. Ist das Quatsch? Hallo Rogue. Ich kenne mir doch. Jetzt nochmal einen Stun. Ah, mal den Priest rausgeholt. Dann gehen wir gleich an den Priest. Vier. Ich komme nicht dran. Mist. Kann ihn sie bereit. Dauert noch eine halbe Stunde. Komm mal hingehen. Okay, der Rogue ist down. Dann gibt's hier... Ah, der Priest ist noch da. Komm, kriegst einen Stun. Was hat der ja drauf? Nein, hat er nicht. Oh cool, er ist voll im Stun. Das ist natürlich praktisch. Und jetzt hat er natürlich... einen Kick bekommen. Und wird sterben. Na, oh, natürlich. Ah, ich Idiot. Jetzt habe ich... jetzt habe ich mit meinen dicken Wurstfingern die Insi noch mitgedrückt. Ja, aber hier kann man jetzt wirklich gehen. Idealfall kommt jetzt ein Rogue und tappt. Aber da hinten ist Ink. Meine Leute sollen an der Flagge kämpfen. Das hat so nämlich wenig Sinn. Priest. Kriegt einen Richtspruch, kriegt einen Stun. Kriegt jetzt einen Inline, auch gut. Wings bereit und tötet ihn.
Ja, der wird jetzt sterben. Was willst du denn? Was will denn der DK? Was ist der Priest? Ah, das ist noch ein Warrior. Töten wir ihn. Könnte eigentlich jetzt alle vieren, wenn er will, aber will er nicht. Oder hat's auf CD, was beim Arms Warrior irgendwie gefühlt kaum ist. Ne, ich habe manchmal echt das Gefühl, dass ein Warrior das irgendwie alle Minute bereit hat. Und nicht alle 2-3 Minuten war es, glaube ich. Also nicht im Rogue? Da ist doch was. Ah, Priest und Rogue, sag ich doch. Okay. Den Rogue habe ich nicht gesehen, aber den Priest. Da ist der Rogue, der kriegt erstmal einen Stun. Wir gehen erstmal an den hier. 4, klar. Wächst erstmal das hier und alles ab. Ist da noch ein Shadow? Nein. Ich weiß nicht, was das sollte. Manches sind komisch. Rampage. Da ist niemand. Damage haben wir dann eigentlich. Jetzt Wingset zu nochmal 20% mehr. Das wäre einiges. Das ist schon wieder. Oh, jetzt haben sie uns das abgenommen. Ah, okay, gut, aber das sollten wir eigentlich nach Hause schaukeln. Ist noch ein Priest. Da hinten ist er. Kriegst den Stun. Durchbruch. Wie ist es? Ich habe hier die Insel, das heißt, ich komme sowieso raus. Und wenn er nichts macht, wird er sterben. Da geht er down. Gerade war so ein Dippen. Wird mal wegen der Yilde gefragt. So. Da einer. Ja, da ist nichts sichtbar. Nö, dann können wir mal rüber. Das ist, glaube ich, Ink. Ja, das ist schon wieder Ink, aber irgendwie nicht viel. Bleiben wir hier auf der Verschiebeposi. Nix. Da ist doch, was ist denn das? Ein Mage. Lumage. Ey! Das kotzt mich an. Ich habe ihn angeschlagen. Muss ich jetzt dann jetzt. Es ist doch wieder bescheuert. Scheißleckerei da. Rampage. Was sagt die Ping? Die Ping sagt alles in Ordnung. Da ist auch nix. Da hinten höchstens. Ah, da fighten die zwei wieder. Können wir den vielleicht noch helfen? Können wir helfen? Schnuppop. Chris kriegt einen Stun. Wings up. Gucken wir mal, ob wir Wario töten können. Ah ne, da ist der Priest wieder. Oh, bisschen Druck hier. Ey, ich wollte gerade sagen, ich habe die Insel benutzt. Ach, Mist, Kick-Fail. Jetzt krieg ich die nicht, scheiße. Okay. Wall ist ab. Und da ist das Spiel schon vorbei. Wow, ordentliche Runde. Oh, die haben knapp 500 Punkte, immerhin. Kann man nicht meckern. Nö, war ganz gut, auch wenn meine Mitspieler jetzt irgendwie nicht ganz so toll in der Hinsicht waren. Aber gut, okay, kann man nichts machen. Ich sag mir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, auf Twitter oder Facebook. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.